Herzlich willkommen in einem neuen Video. Vor kurzem haben wir euch den Dolphin Liberty 200 vorgestellt, ein akkubetriebener Poolroboter. Und heute soll es einmal um den größeren Bruder, den Liberty 300, gehen. Und wir erklären euch, wo die Unterschiede liegen. Viel Spaß! Die Poolroboter der Dolphin Liberty Serie sind Poolroboter mit verbautem Akku. Das heißt, ihr habt nicht wie gewohnt ein Kabel für die Stromversorgung, sondern eben einen Akku. Wenn euch das Thema komplett neu ist, wir haben auch schon mal ein Video zum kleineren Bruder, den Liberty 200, gemacht und haben dort die ganzen Vorteile und Eigenschaften genau erläutert. Also wenn ihr euch das nochmal anschauen möchtet, haben wir euch verlinkt. In diesem Video soll es jetzt aber ganz konkret um die Unterschiede zwischen dem Liberty 200 und dem Liberty 300 gehen. Der erste Unterschied ist der, dass ihr mehrere Reinigungsmodi zur Verfügung habt. Ihr könnt also nicht nur wie voreingestellt den Boden und die Wand reinigen lassen, sondern ihr könnt auch umstellen, sodass der Poolroboter nur den Boden reinigt. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn der Boden besonders stark verschmutzt ist oder ihr Akku sparen möchtet. Dazu drückt ihr einfach den On-Button 3 bis 6 Sekunden lang und dann blinkt die Power-LED violett. Und dann wisst ihr auch schon, dass der Modus nun umgeschaltet ist und ihr könnt den Poolroboter auch schon ins Becken werfen. Des Weiteren kommt der Liberty 300 mit einem Eco-Mode. Medtronics verspricht, dass der Pool eine Woche lang mit nur einer Akkuladung sauber gehalten werden soll. Dafür fährt das Gerät dreimal für jeweils 30 Minuten durch den Pool und soll so eben den Pool sauber halten. Wichtig hier zu erwähnen ist natürlich, dass es davon abhängt, wie groß euer Pool tatsächlich ist und auch wie hoch der Verschmutzungsgrad ist. Und es ist natürlich auch ein kleiner Kompromiss, also es heißt Eco-Mode, sprich hier wird auf die Akkulaufzeit geachtet und ist wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit dem Standard-Reinigungsprogramm von 90 Minuten. Aber trotzdem ist es sicherlich cool und praktisch, so ein Feature zu haben, gerade wenn man mal vielleicht in einer Woche nicht so viel Zeit hat für die Poolpflege. Übrigens, um den Eco-Mode einzuschalten, solltet ihr natürlich den Roboter erst einmal aktivieren. Dann vergeht eine kurze Zeit und wenn der Roboter aktiv ist, müsst ihr den Power-Button 6 Sekunden lang gedrückt halten und anschließend blinkt die Power-LED grün und dann ist der Eco-Mode auch schon aktiv. Übrigens, ab sofort ist das neue Magazin erhältlich. Wenn ihr jetzt bestellt, liefern wir euch kostenlos eins mit. Wir haben auch einen Bericht über die Liberty-Serie abgedruckt, also umso interessanter für euch. Ein weiterer Unterschied zum Liberty 200 ist die Entnahme aus dem Pool. Zum einen ist dieser Haken mit dabei, den kennt ihr ja schon vom Liberty 200. Der wird einfach an einer handelsüblichen Telestange befestigt, die ihr sicherlich auch bei euch zu Hause habt. Als weiteres cooles Feature vom Liberty 300 ist diese Rassel. Medtronics nennt dieses System Click-Up. Ihr taucht die Rassel einfach ins Wasser ein, rasselt für 3 Sekunden und dann kommt der Poolroboter oben an die Wasserlinie und ihr könnt ihn aus dem Becken nehmen. Also einfacher geht's nicht, oder? Wenn ihr häufiger mit sehr feinem Dreck zu kämpfen habt, dann könnte dieses Feature für euch interessant sein. Standardmäßig kommt der Liberty 300 mit diesem Filterkorb. Der ist kombimäßig mit einmal den feinen und den ultrafeinen Kartuschen ausgestattet. Und dann gibt es auch noch quasi zusätzlich diese beiden ultrafeinen Kartuschen zum Austauschen. Warum ist der jetzt nicht direkt mit nur den ultrafeinen ausgestattet? Das liegt daran, dass der Widerstand dann einfach höher wäre. Und darunter leidet dann die Saugleistung, weil einfach das Wasser hat es dann schwerer, durch die Filter zu kommen. Deswegen ist standardmäßig eben diese Kombi-Geschichte verbaut. Und wenn das euch nicht ausreicht und ihr noch die letzten Quäntchen an Dreck rausbekommen wollt, könnt ihr eben diese Kartuschen nutzen. Was gleich geblieben ist, ist die Akkulaufzeit bzw. Kapazität. Auch beim Liberty 300 ist diese für einen Reinigungszyklus von 90 Minuten ausgelegt. Auch die Art, wie der Akku geladen wird, ist gleich. Das heißt, ihr habt den Stecker, der
hinten an die Hinterseite per Magnet angedockt wird und dann wird das Ganze über Induktion geladen. Das Ganze ist vielleicht nicht die schnellste Methode, aber diese Methode ist auf jeden Fall die sicherste, weil ihr einfach keinen direkten elektrischen Kontakt habt. Und gerade wenn es um Wasser geht, ist es natürlich echt gut, so was zu haben. Und wenn ihr den Akku über Nacht ladet, ist es auch gar kein Problem. Also, was lässt sich jetzt abschließend sagen? Sowohl der Liberty 200 als auch der Liberty 300 sind zwei sehr gute Poolreiniger und gerade die Akkufunktion ist natürlich genial, weil man nicht mit dem Kabel hantieren muss. Und vor allen Dingen, wenn ihr Dinge im Pool habt, wie zum Beispiel eine Säule oder auch wenn ihr eine Abdeckung oder eine Überdachung verwenden wollt, während der Roboter läuft, dann ist es gar kein Problem, weil sich ja das Kabel, was nicht vorhanden ist, nicht an den Lamellen zum Beispiel festhaken kann. Welchen Roboter soll ich denn jetzt kaufen? Den Liberty 200 oder den 300er? Wenn euch die extra Komfortfunktionen wichtig sind, wie zum Beispiel das Click-Up-System, mit dem ihr das Gerät mit der Rassel an die Wasseroberfläche holt, oder den Eco-Mode, den ihr zum Beispiel während eures Urlaubs nutzen könnt. Wenn euch das wichtig ist, dann greift auf jeden Fall zum 300er. Ansonsten, wenn ihr vielleicht ein bisschen sparen möchtet, dann könnt ihr aber trotzdem noch guten Gewissens zum 200er greifen. Beide Modelle findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal rein. Wir würden gerne noch von euch wissen, für welchen Roboter würdet ihr euch entscheiden oder habt euch vielleicht sogar schon entschieden? Lasst uns auf jeden Fall ein Abo auf diesem Kanal da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Auch ein Like auf dieses Video würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.